Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 4 mit Paxis. Wir haben gerade, oder in der letzten Folge eben, die letzte Mission, nee, nicht die letzte Mission, eine der Missionen unseres telefonatischen Auftraggebers, der uns immer über das Telefon, über die Hardline, über die harte Leitung, die Aufträge gibt für unsere Auftragsmorde. Und was ist denn das hier Tolles? Ein Turm, ein Silo, wie auch immer. Da gehen wir mal rauf. Vielleicht gibt es da oben irgendwas Tolles. Wir werden belohnt, dass wir so viele Treppen hochsteigen. Sind auch krass angebracht, die Treppen, finde ich, an dem Ding hier. So, dass man dann unten drunter dann nur noch den leeren Boden sieht. Ja, hat sich ja total gelohnt, aber es würde einen guten Hubschrauber-Landeplatz abgeben. Schöne Zeitverschwendung. Naja, solange wir nicht wieder irgendwo runterspringen... Ah! Fuck! What the fuck? Was war das denn? Ich sag gerade noch... Solange man nicht wieder irgendwo runterspringt und dann springt er nicht mehr runter, er läuft runter. Warum läuft er denn da runter? Wie denn? Ihr habt auf jeden Fall den großen Luxus, euch das nochmal in Ruhe angucken zu können. Ihr könnt nach hinten spulen, ihr könnt euch das alles nochmal reinziehen, wenn ihr wollt. Ich habe gerade keinen richtigen Plan, wie das passiert ist. Muss ich mir dann selber das Video nochmal angucken. What the damn fuck? Was war das denn wieder? Mein Gott! Oh. Nein! Lächerlich, naja, auf Bernie habe ich gerade keinen Bock. Wir gehen mal zu. Oh, ich will jetzt nicht. Oh, ich will. Oh. Phil Bell, ja, da gehen wir mal hin. Machen wir einfach den in Auftrag. Oh, jetzt habe ich wieder. Oh, naja. Egal. Sorry für die Scheibe. Ich gebe dir dafür 5 Dollar mehr. Packy, was will er denn? On the streets of Liberty City. What do you mean, Packy? I mean that my cop brother Francis McCreary is no longer with us. You and Jerry must be very upset. Hardly. Couldn't stand the bastard myself. That said, the only celebrating Jerry's gonna be able to do will be in prison. He got hauled in last night. Shit, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, it means a lot to the family if you come to Francis's funeral. It's at the church in Suffolk today. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. We can't have you dressed like a bum in the church. Okay, dann hat sich wohl gerade erledigt. Ich muss auf meiner Tür nach Hause ins Versteck. Und. Oh, das ist aber weit weg, oder? Wo ist denn mein Versteck? Wollen die mich ja gerade verarschen, oder was? Sehe ich das gerade komplett richtig? Wartet mal kurz. Ich sehe nirgendwo ein Versteckzeichen, weil ich nicht nach Hause darf, mich umziehen, oder was? Ich weiß doch aus dem Kopf nicht, wo mein Zuhause ist. Sind die dumm, oder wie? Ey, muss ich jetzt ernsthaft hier nach Perseus fahren, um mir einen neuen Anzug kaufen? Ich meine, ich habe zwar Schotter ohne Ende, aber trotzdem. Ey, fuck you, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht der Dank. Boah. Was für ein behinderter Müll. Rantaxi. What the fuck? Das wird eine richtig geile Folge. Erst springe ich hier. Hi, Nico. Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. You're probably the only one. He was too much of a cop for my family to accept him, and too much of a gangster to be accepted by the cops. What did you think about him? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Wechsel den Anzug für das Begräbnis oder gehe zur... Ah, oh, geil, 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 es ist wieder da. Oh, was war denn das für ein Müll? Da müssen die mich hier wieder so in Panik versetzen. Nur weil sie, ja, keine Ahnung, noch warten müssen. Oder weil gescriptet ist, dass Kate mich noch anrufen muss. Ach, dann darf ich nach Hause und mir einen Anzug anziehen. Ach, ich drücke immer linke Maustaste, wenn ich aussteigen will. Und dann schlage ich hier mit meinem Ellenbogen das Ding kaputt. Das will ich doch gar nicht. Und, was habe ich letztes Mal gesagt? Es wird auf jeden Fall wieder Aufträge geben, wo wir einen Anzug brauchen. Von daher ist für jeden immer was dabei. Mal gibt es den Müllanzug, mal den richtigen Anzug. Überhaupt kein Stress. Und jetzt sind wir halt wieder beim richtigen Anzug. Oh, was ist los? Du sollst... Hallo?
Ich brauche aber doch noch meine richtigen Schuhe. Was ist denn hier los? Hallo. Was? Was ist denn das? Ach, ich war immer auf der Hose drauf und die kann ich nicht wechseln. Ach ja, okay, ist egal. Ich bin dumm. Ich bin dumm, ist eine geile Folge. Ich bin dumm. Begib dich in die Kirche und nimm an der Beerdigung teil. Sehr, sehr gerne. Bin ich mal gespannt, ob es da auch wieder Geballer gibt, weil irgendjemand nicht möchte, dass an Ruhe beerdigt wird, oder ob da großes Polizeiaufgebot ist und Ehrenschüsse etc. Ist es weit weg? Oh ja. Oh yes. Vor allem müssen wir da auch noch über eine Brücke drüber. Von daher ist es schon besser, wenn wir uns ein Taxi nehmen. Da ist ja unser Taxifahrer. Der ist immer am Mann, der ist immer da. Der weiß, bei mir gibt's gutes Geld. Ich gebe viel Trinkgeld. Ich hau den Schotter einfach nur so raus. Einfach nur so. Aus kalten quasi. And while no one is suggesting he was an angel, none of us are. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear. But he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. 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 Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. Francis was a good boy. I'm sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. Hmm. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Oh my God! Get the hell out of the way! So klar. Das ist doch eine Beerdigung, ihr Schweine! Dafür müsst ihr alle sterben. Hilft Peggy im Kampf gegen die albanischen Gangster. Boah, wie kommen denn da? Hab ich die echt alle... Geil, ich hab die alle erschossen, bevor sie aussteigen konnten. Ich bin der Coolste. Wie kommen denn hier noch? Die sind einfach nicht gut für mich, gut genug für mich. Ha! Gewonnen! Geld, muss ich auch eine Leiche rumfahren, ey. Krass. Muss ich jetzt anständig fahren, oder? Will die Bität zeigen. Peggy und den Leichenwagen zum Friedhof. Was ist los? Hallo, hier ist eine Leiche. Das gibt's ja wohl nicht, dass sie hier drauf schießen. What the fuck? So, schön durch den Verkehr schlängeln. Ach, dicker Mann, bleib doch drüben. Was ist denn hier los? Schön durch den Verkehr schlängeln, dass die uns nicht so leicht folgen können. Oh, ihr Idioten, ey. Diese dummen Fußgänger. Ich denke, jetzt habe ich sie erstmal ganz gut abgehängt. Ist der von hinten kommen, welche? Shit, I never thought I'd be on the run from some Albanian gangsters with a cop in the car. Can we call for backup or something? Are you suggesting that I'm a fucking cop? I thought that you would know better than that. No, you dumb European fuck. I met my brother, Francis. It was a joke. Hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death.
I guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Sure you did, Nico. Tell yourself you did it out of the grace of your own heart rather than for another piece of your anatomy, which ain't gonna get used, I might add. Okay, da sind wir. Ich frage mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, wie ist denn dieser Francis zur Polizei gekommen? Diese ganze Familie von denen, diese ganzen verrückten Iren, das sind alles Gangster oder übelsten Sutter, die wohl früher mal eine relativ steige und mächtige Familie waren. Und einer von denen tanzt aus der Reihe und geht zur Polizei. Ich denke, als der zur Polizeischule gegangen ist damals, hatte der ehrenhafte Ziele und wollte eben für die gute Seite kämpfen. Bis er dann gemerkt hat, wie korrupt das System noch überhaupt ist. Und also selbst als Polizist irgendwie nicht drum herum kommt, böse zu sein. Traurige, schnöde Welt, oder? Alright, we're fucking here. Let's bury this bastard. Thanks, Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Na, will ich aber nie. Will ich nie daten, Mann. Okay, was nehmen wir denn für ein Auto? Hier scheinen ja fast nur die gleichen zu stehen. Nehmen wir das. Schönes Auto. Oh, schade, dass wir es knacken müssen. Gut, wo fahren wir hin? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das Fragezeichen. Das dauert ja ewig, bevor wir was anderes. Nee, Quatsch, nochmal. Es dauert ja ewig, bevor wir erst alle anderen Missionen gemacht haben. Ich nehme jetzt einfach mal das Fragezeichen. Und guck, was da abgeht. Und was diese Michelle von mir will. Diese kleine, verlogene Schlampe, die mich missbraucht hat im Endeffekt. Misshandelt, missbraucht, benutzt. Schönes Auto. Oh, knapp, ey. Wenn wir da den Polizisten überfahren, haben wir ein Problem. Und hier ist wohl jetzt Taxikolonne oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich gezählt. Krass. In einer Spur. Da hinten kommt das 7. Oh, wie ich die ausgewichen bin, oder? Wow! Nummer 8. Nico, Gerald McCreary here. Calling from the Albany State Correctional Facility. Hey, Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the business list here. Aha, Auftrag im Gefängnis annehmen oder was? Wir parken mal hier. Aber wir nehmen jetzt logischerweise trotzdem erstmal die Fragezeichen-Mission an. Wrong is right. Look, I'm not in the business of caring about people's feelings, bud. Yeah? Boo fucking who? Hey. Hi. Raucht die Michelle etwa? I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute? Eat my ass, buddy. I'm up for the promotion, and you're not. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find.
Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellick. Quite a file. Quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. I'll get them. And hey, welcome to America. Baskala Stara Dejava. Bushka. Aha. Ist er auch ein Serbe? Sah aber irgendwie nicht aus wie irgendein Osteuropäer. Krass. Begib dich zu Olegs Apartment in Hove Beach. Okay, das Auto, was ich geparkt habe, steht jetzt hier drüben, oder was? Vielen Dank. Keine Ahnung, wer es da hingefahren hat, aber vielen Dank. Aha. Okay. Steht zwar gerade nicht so wirklich, wieso ich hier runterfahren soll. Ich kann doch einfach geradeaus hier langfahren, oder? Das ist doch viel schneller. Hä? Das war aber jetzt komisch. Hier können wir doch nicht erzählen, dass es ein schnellerer Weg wäre. So, dann wollen wir mal hinfahren. Ich meine, ich bin lange nicht mehr gefahren. Boah, ich bin so krass drauf und bin der krasseste Fahrer, den ihr je gesehen habt. Ich kann sogar nebenbei noch einen Sender aussuchen. So, fahren wir hier eine dieser wunderschönen Brücken. Das ist auch die schönste, wie ich finde. Und dass die war, ja, das war die. Schönes Auto, schöne Musik, schöne Brücke, schöne Landschaft. Wenig Verkehr um die Uhrzeit. Wird langsam dunkel und wir genießen die letzten Sonnenstrahlen. Auf unserem Fahrzeug war noch ein kleiner Unfall, aber das können wir leben. Hier sind natürlich alle aufgeregt, machen Weg frei. Das war quasi mein Plan. Oh, Motorradfahrer? Nee, der stimmt da direkt nicht vom Motorradfahren. Das wollen wir natürlich nicht machen. Oh, ich glaube, wir sind noch nie auf so einem Ding runtergefahren, oder? Wir sind immer diese Hauptwege runtergefahren bisher. Alles halt einfach schneller. Mir ist gerade. Ich fahr gerade richtig beschissen, fällt mir gerade auf. Am Anfang noch gut, aber jetzt richtig schlecht. Aber es soll es. So, hier muss es doch einen Schleichweg gehen. Die wollen mir doch nicht sagen, dass ich hier so einen riesen Umweg fahren muss. Hier. Da geht's schneller. Wusste ich's doch. Jetzt brauchen wir noch so einen Schleichweg. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir fahren, naja, okay, das ist ein Umweg, den ich fahre, aber egal. Ich fahre auch gerne mal ein Stück weiter, wenn die Umgebung schön ist hier, in diesen Mülltonnen. Jetzt fahren wir hier rein. Über das, was hier in der Mitte ist. Was ist das? Ein Strauch, ein Busch, irgendwas? Wir fahren hier nach rechts gegen den Mülleimer, lenken nochmal ein, fahren nochmal dagegen. Nee, doch nicht, sondern gegen die Wand. Jetzt gegen die Mülleimer. Und schon sind wir da. Perfekt geparkt, schönes Auto. Treten nochmal gegen den Mülleimer. Und schon sind wir da. Drin ist wohl gar keine Klinke oder was von innen. Wo hatten. Und außen ist auch keine Klinke. Was ist das für eine Tür? Geile Tür, oder haben sie einen schönen Fehler gemacht bei der Grafik, ey? Was für Idioten.
Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Ich bin hier wohl der sicke Geheimagent oder was? Richtig geil. Hat keine E-Mails. Ach ja, doch. Nur halt schon gelesen. Sehr geehrter Mr. Minkop, es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie vorhaben, ein Manuskript voller Irrtümer und Anschuldigungen zu veröffentlichen. Ein Klient, der nicht genannt werden möchte, wird Sie wegen Verleumdung verklagen, sollte dieses Manuskript herausgebracht werden. Geben Sie dieses Unterfangen auf. Hochachtungsvoll, bla bla bla. Konstantin, lieber Oleg, ich kann dir keine weiteren der gewünschten Informationen geben. Ich habe meine Kontakte am Kaspischen Meer angemeldet, aber nur erfahren, dass die Adressen nicht länger existieren. Die Firmen, nach denen du gefragt hast, gehören außerdem anscheinend Dachgesellschaften, die wiederum Dachgesellschaften gehören. Wenn ich das Geld zurückverfolge, lande ich entweder auf den Cayman-Inseln oder in der Schweiz in der Sackgasse. Tut mir leid. Und Vasili treffen. Oleg, ach komm schon, das ist doch verrückt. Du wirst nicht von Regierungsspionen beobachtet. Dein Telefon ist nichts verwandt, du musst kein Wasser aus der Flasche trinken oder aus Dosen essen, weil jemand vergiften will. Begreif das doch endlich. Aber natürlich möchte ich mich mit dir treffen. Du findest mich später vor dem Juweliergeschäft an der Tussler Street. Sehr gut. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street. Eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Komm, Taxi! Das Taxi, ich brauch das. Nein, falsche Seite. Verdammt nochmal. Ah, geil, hier muss er anhalten. Nein, aber hält doch nicht einer. Er überholt einfach. Heieieiei. Komm. So, jetzt kann er nicht einfach an mich reinfahren. Ha! Ich bin der Beste. Den Taxifahrer immer scheißegal. Das Hauptsache, die kriegen ihre Kohlen. Was ist mit den Kohlen? Vielen Dank. $8 bloß, war ja gar nicht so weit weg. Ich steige in ein Fahrzeug. Oh, das ist nicht der Ernst, oder? Was sagt mir das denn niemand? Hier steht natürlich wieder keines bereit. Dann nehmen wir einfach das hier. Sorry, aber ich brauche das. Es ist eine Mission. Mission. Lange nicht mehr gesagt. Oh, wird eine extra lange Folge. Würde euch freuen. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. Олег versucht zu entkommen, erledige ihn. Oh, fuck. Oh, fuck. Das habe ich mir jetzt gut angestellt. Mal gucken, ob es gescriptet ist oder ob ich ihn während der Fahrt erschießen kann. Ah, er fährt ganz schön weit voraus. Ich würde ja fast behaupten, es ist gescriptet. Und er steigt dann irgendwo aus, wo ich ihn erschießen muss oder so. Boah, was ist denn das? Das kann man überhaupt nicht lenken, das Auto oder was? Meine Herren, schneller! Wie Schuss habe ich eigentlich? Okay, genügend Schuss, da wollen wir mal keine Gedanken machen. Er fährt ziemlich schnell, ziemlich weit voraus. Also ich glaube fast nicht, dass ich ihn abschießen soll. Zumindest jetzt noch nicht. Na komm schon, Baby. Ah, vorne ist er wieder. Wir hatten ziemlich die Schlängellinien. Mal gucken. Mensch. Kann er jetzt zumindest theoretisch mal versuchen. Oh, fuck. Schießen und gleichzeitig fahren ist halt doch nicht so einfach. Mach Platz. Verdammt nochmal. Was ist denn hier los? Reiß dich zusammen. Ich muss jemanden umbringen. Oh, fuck. Er ist hier reingefahren. Oh, Mist. Fahr, Junge, fahr. Ich muss jemanden verfolgen. Fährt er denn lang? Darf ich nicht verlieren. Kommt jetzt hierher? Oh, perfekt. Viel zu schnell, um überhaupt zu zielen. Ja, es ist auf jeden Fall gescriptet. Der würde sonst niemals hier reinfahren. Oder? Würde ich mal behaupten. Also, natürlich ist es immer gescriptet, aber ich meine,
gescriptet, dass ich ihn noch nicht erschießen kann. Das meine ich. Okay, schön mit Bande. Naja, fährt zu weit voraus. Come on. Ah, ich habe mich in das linke Rücklicht kaputt geschossen, auf jeden Fall. Das ist echt ein beschissenes Auto zu verfolgen, ey. Das lässt sich überhaupt nicht geil lenken. Nicht wirklich wendig, das Ding. Was? Kehre um und umfahre sie. Na, geil. Aber das zeigt natürlich, dass ich auf definitiv die Strecke... Also, dass ich noch nicht erschießen konnte, weil die wollten ja, dass ich das hier mache. Also, ihr wisst, was ich meine. Verdammt. Ich muss doch nicht alles doppelt und dreifach erklären. Ihr müsst doch beim ersten Mal verstehen. Ich will auch gar nicht mehr gut auf ihn schießen. Das verbraucht ja nur meine Munition. Aber bald ist er wieder relativ nah. Spaß ist halber. Ich habe so viel Munition eigentlich. Ich kann mir das Risiko echt erlauben. So, jetzt habe ich beide Rücklichter kaputt geschossen. Vielleicht fährt mir jemand hinten drauf, weil sie ihn nicht sehen. Der baut einen Unfall. Ich müsste ihn da eigentlich langsam mal im Kopf getroffen haben, oder? Verdammt. Komm schon, das muss doch langsam mal gewesen sein. Verdammt nochmal. Das schien mir so ewig. Oh, wenn ich hier jetzt diesen geilen Porsche hätte, ey. Wo ich unseren schwulen Freund in den Park gefahren habe. Dieser geile Porsche, das wäre echt nice. Das wäre ein Auto, mit dem ich hier gerne eine längere Verfolgungsjagd machen würde. Komm schon, vor. Nein, jetzt auch keine Lampen mehr von, habe alle beide kaputt gemacht. Das kann doch nicht sein. Habe ich ihn erwischt? Na, endlich! Boah, das lange gedauert, ey. $6.500 für so ein Kack! Rufe ich jetzt nochmal den Typ an, oder ist das nicht so eine Mission? Ah ja, doch. UL Paper. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Gut, da beenden wir hier natürlich die Folge und ich würde sagen, was ist mit den Coolen? Bis morgen, euer Paxis. Tschö, tschö.